So, und willkommen zur 30. Runde. Ja, doch, alles. Nein, ist ja noch ein Gegner. Yay! So. So, da sind wir wieder. Mit dem Fleisch in der Hand, warum auch immer. Normalerweise. Ich habe gar kein Schwert dabei. Fuck! Ich habe gar keine Werkbank dabei. Fuck! Haben wir Holz dabei? Nein. Ach komm, alter Ronny. Wie lange spielst du jetzt meinen Test? Also, es muss so langsam hier mal gut sein. Ist ja inkompetent. Gut, wir versuchen uns mal hier lang zu bauen. Ich hoffe mal, ich denke mal, es wird hier vielleicht einen Weg geben, den wir uns hier freischaufeln können. Ah, noch sieht es gut aus, aber hier sieht es auch schon wieder so aus, wie als wenn hier direkt auf. Ja, es wird hier direkt auf. Ach komm, Mann, ist denn hier los? Ah, wobei. Wir könnten es tatsächlich schaffen. Tschüss. Ah, dann bauen wir uns mal hier so. Oh, Kohle, Kohle. Also war schön, ne? Kohle ist immer schön. Kohle, Kohle, Kohle ist immer gut. Das Problem ist, ich komme noch nicht rüber. Jump. So, okay. Wir können nämlich hier was hinbauen. Wir können da was hinbauen. Können wir hier runter? Können wir hier weit? Oh, falsche. Können wir hier was hinbauen? Und schon sind wir quasi direkt wieder an einem Ort, wo wir instant. Achso, halt, den können wir auch noch wegpacken. Wegpacken, klar. Oh, Eisen! So, und jetzt haben wir doch langsam wieder Boden unter den Füßen. Ja, sieht doch gut aus. Und wir haben Eisen. Yay! Was? Och nee. Ernsthaft? Hallo? Also, ja, also, zum Fick ist hier gerade los? Hab ich was kaputt gemacht? Gibt's noch für Kohle? Kohle? Das funktioniert.
Bin ich jetzt... Bin ich jetzt behindert? Bekommt man da immer so einen Block, wenn man das abbaut? Digga, ich bin gerade... Hä? Normalerweise kriegt man doch da so einen Klumpen. Also sowas hier, nur halt aus Eisen. Und nicht so einen Block. Ja, hat natürlich nicht. Nein, nicht schließen. So. Also nicht komplett schließen. Oder ist das nur bei, ist nur bei meinem Test so, dass man da immer nur so einen Klumpen praktisch bekommt und hier bekommt man tatsächlich immer richtige Blöcke. Ich komme komplett raus. Ich muss mir mal meine ganzen alten Let's Plays mal gucken. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass man hier immer so eine Klumpen von allem bekommt und nicht so eine ganzen Blöcke. So verrückt. Egal. Egal, ist jetzt so. Von daher dealen wir einfach mal damit. So powered by Deal Visit. Runde ist kaputt gemacht. So, Eisen. Wir brauchen... Hallo, danke. Eisen. Und zwar nicht gerade wenig. Eisen. Ja, sieht ja wunderschön unten aus, aber ich habe so meine Bedenken. Du kommst weg. Ja, nee, da komme ich nie im Leben wieder rauf. Oh, das Wasser fließt doch noch. Ah, warte mal kurz, hier gibt's Wasser. Dann könnte ich vielleicht das Wasser als... Jawoll. Okay, Hardcore. Ist geil so. Dann nehme ich praktisch nämlich das Wasser denn als Treppe. Altbewährte Minecraft-Methode oder allgemein Minecraft-Mein-Test. Hä? Ja. Ach man, jetzt komm doch mal hier hin, hier, mach mal. Danke, danke. Ist ja behindert hier, Alter. Dann kriegst du AIDS, kriegst du ja. So, okay. Oha. Hä? LOL! Oder war das... Ach so, ja, das ist, was ich überhaupt... Ja, okay. Ich dachte schon, es gibt jetzt ein neues Feature, dass wenn man hier schwimmt und es eine Strömung gibt, dass man dann praktisch mit der Strömung getrieben wird. Aber das war nicht deswegen, sondern zweifelnd nur, weil ich dieses komische neue Nick-Feature hier anhatte. Ja, jetzt ist nämlich wieder ganz normal. Jetzt bleibe ich auf dem Platz, selbst wenn hier Strömung ist. Okay. Wow. Das ist... Wow. Okay, safety first. Auch wenn mir das Lava irgendwie gerade leid tut. Wir können höchstens das Lava ein bisschen umleiten. So, damit die Lava nicht verschwendet wird. Kann keiner meckern. Ronny, das Lava zerstört. Lava ist voll für uns alle wichtig und so. Scheiße, ich habe keine Fackel mehr. Ich habe auch keine Stöcker mehr. Fuck! Ist der jetzt mal Schockleo? Doch nicht rausgepackt. Hab ich noch. Ja, eben, ich habe keine. Ich habe überhaupt kein Holz mehr dabei. Fuck! Okay, also raus hier mit dem Wasser, wo immer das Wasser hingeht. Wasser, Marsch. Ich hab. Wow, also ich sehe nicht, wo das Wasser herkommt, weil alles dunkel. Oh, ey, das gibt's doch gar nicht. Mann, ernsthaft, Ronny, was machst du eigentlich für eine Scheiße? Weißt du, wenn jeder so dumm wäre wie du, ja, dann. Ja, hier Donald Trump. So, wie kam ich jetzt da hoch? Ach da. Ja, ach da.
Lalalala. Okay, wir müssen draußen mal ein paar Bäume fällen. Also wenigstens so einen Baum oder sowas. Ich Vollidiot habe natürlich echt kein Holz mitgenommen. Zum Glück sind wir gar nicht so weit unten. Das geht. Fuck you, das geht ja alles noch. Und hier ist auch gleich ein Baum. Sehr schön. Okay. Wenigstens haben wir warum auch immer an der Axt gedacht. Nee, die Bäume lassen wir da mal stehen. Aber 4 Holz ist mir gerade ein bisschen wenig. Ich würde gerne noch einen Baum mitnehmen. Das sind aber alles gleich so eine Riesenbäume. Nee, komm, der eine Baum hier reicht. Feierabend aufs Ende. Noch ein paar Saplings hier mitnehmen. Bam, keine Schaden. Hallo? Erde an Saplings, bitte kommen. Hallo, mach doch hin jetzt hier. Mal komm jetzt her. Fotze. Okay. Gut, 2 Saplings reicht aus. Wow. Ich bin auf Silfmod getrimmt, hier kann das sein. Ich möchte mein eigenes Leben schön schnell beenden. Oh, 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 oh. Runter hier, bam, bam, bam. Gott, wenn man nicht noch die ganzen Wege bauen muss, geht es ja relativ schnell sogar. So. Nur nicht gleich wieder hier sterben, wegen weil Unachtsamkeit und so. Okay. Jetzt haben wir Holz. Mit dem Holz bauen wir uns zu. Also erstmal hier Dinger, ne? Jetzt holen wir uns zuallererst mal eine Werkbank. Danke. Und aus dem restlichen Holz machen wir einfach mal Danke. Danke. Wow. Digga, diese Äquivalenz hier heute. Das ist ja wow. So, 40 sollten erstmal reichen für alle Lebenslagen. Du kommst dahin. Du kommst auch da. Damit es erstmal ein bisschen ausgeleuchtet ist. Und hier, oha. Und hier nicht so viele Monster kommen. Ich meine, es kommen auch so relativ wenig Monster, wegen weil die Spawnrate ist halt einfach ultra niedrig. Damit der Server hier nicht so viel zu tun hat. Also, ich meine, der Server ist dem Server ist sowieso egal. Der Server könnte hier auch 100 Mobs ja, verarbeiten, quasi. Das Problem ist halt nur, mein Internet ist nicht ganz so pralle. Und das Problem ist, wenn halt Spieler on ist und die ganzen Mobs aktiv sind, dann müssen ja auch die Bewegungsdaten, wenn sich die Mobs bewegen, verändert sich ja was in der Welt. Und das muss dann immer wieder gesendet werden zu den Mitspielern. Und das heißt, da steht einfach extrem viel Traffic. Und ja, das ist praktisch dabei eher das Problem, dieser hohe Traffic-Aufwand. Weil wie gesagt, von der Rechenleistung ist es absolut kein Problem. Da ist. Mein Server hat gerade eine Auslastung von 3% oder sowas. Das ist ein Witz. Habe ich was gesagt? Mit meinem Server ist nicht ausgelastet? Digga, oh, warum ist denn los? Hä? Warte mal ganz kurz. Irgendwas haut hier gerade nicht hin. Wie bin ich denn on? Wie bin ich denn? Habe ich hier. Wow. Okay. Ich bin bei mir on, ja. Aber ich bin nicht direkt bei meinem Laptop on, sondern ich bin übers Internet bei meinem Laptop on. Heißt also, ich habe ein scheiß Internet und meine Daten müssen einmal raus aus dem Internet zu irgendeinem DNS-Server oder zu irgendeinem anderen Next-Hop. Ja, eben DNS-Server schon wieder. Quatsch. Nee, aber zu dem entsprechenden Next-Hop, zu dem nächsten D-Slam oder was auch immer. Und müssen dann wieder zu mir zurück auf meinen Server. Dann muss die Antwort von meinem Server auch wieder zum Next Hop. Vielleicht noch ein bisschen weiter. Und dann auch wieder zu mir zurück. Das heißt also, fuck you. Du kommst weg. Ich gehe natürlich direkt über mein lokales Netzwerk rein. Was mache ich eigentlich für eine Scheiße? Das ist doch so. Boah, ey. Warum stand ich hier drinne? Warum hatte ich einen Eintrag für mich? Was ist hier los? Aha, sieht schon besser aus. Ja. Siehst du, jetzt geht das auch alles ratzfatz hier. Jetzt kann ich. Tada!
Das ist doch meine Reaktionszeit hier. Achso, hier sind meine Stöcker. Ach, leck mich, komm. Ja, auf Ende wieder. So, okay. Ja, jetzt geht's wieder schnell. Wow. Okay, so viel zu dem Thema. Also, ich habe mich gerade schon wieder selbst in den Arsch gefickt. Sehr schön. Du kommst mal her. Danke. Aber das heißt zumindest, dass mein Internet gar nicht so schlecht ist, weil es war ja immerhin spielbar. War zwar ab und zu eine ganz schöne Reaktionszeit, aber wie gesagt, das Problem ist, ich war halt direkt bei mir selber on. Heißt also, wenn ich schlechtes Internet habe und andere bei mir spielen, haben sie praktisch eine relativ schlechte Verbindung. Dadurch, dass ich aber bei mir gespielt habe, hatte ich einmal den Weg raus und wieder zurück. Das heißt also, ich hatte jetzt eine doppelt so schlechte Verbindung. Und was man auch gespürt hat. Teils. Gut. Nee, lange Rede gar keinen Sinn. Eigentlich. Wieso quatsch ich eigentlich so viel? So, da ist der Eisen. Ich sehe hier nichts mehr. Leider gibt es hier nicht so wie bei Doom so ein Flashlight. Digga, ey, ich würde so feiern, wenn es mal für mein Test Flashlight gibt. Digga, das wäre so abartig geil. Also ich weiß, es gibt so eine Fackelmod, da hast du, wenn du eine Fackel in der Hand hast, hast du so Lichtkegel. Aber das Problem ist halt, du hast einmal halt so Lichtkegel und so Flashlight ist halt dann doch so, ja, gerichtetes Licht ist ja doch wesentlich praktischer. Vor allen Dingen das Problem bei dieser Flashlight-Mod, die geht halt über den Server und nicht über den Klienten. Das heißt, die Bewegungen von dir werden erstmal an den Server gesendet. Der Server sagt dann, okay, Spieler hat sich noch da bewegt, also verfolge das Licht bitte den Spieler. Und deswegen hängt das Licht immer so ein bisschen hinterher, gerade wenn du schnell läufst, merkst du das. Und das ist natürlich immer ein bisschen blöd. Deswegen wäre es halt cool, wenn es mal so eine Client-Side-Mode gibt, die dann halt, wie gesagt, dieses Fackellicht ein bisschen effizienter implementiert. Und das dann wirklich den Spieler auch in Echtzeit folgt und nicht irgendwie 3 Jahre hinterher hängt. So, was war hier los? Habe ich gerade was gesehen, was ich sehen wollte? Nein. Sah gerade so aus, als eine Eisen wäre. Gut, auf der Seite bin ich erstmal fertig. Hier bleibt alles erstmal so, wie es ist. Hier bleibt alles so, wie es ist. Damit nichts dran geändert. Komm her hier. Digga, wie viel Eisen, wie viel Kupf, Alter. Ha! Wie ist das nicht gelohnt? Ha! Oh, und ein Tal haben wir bekommen. Auch sehr reizvoll. Vor allen Dingen deswegen, weil man sich mit dem Tal an Reizwäsche kaufen kann. Ja, okay, kommt. Ihr dürft mich steinigen. So. Kein Plan, warum ich jetzt die ganze Kohle hier abbaue, aber wahrscheinlich, weil man von Kohle nie genug haben kann. Also genug zwar schon, aber nicht zu viel quasi. Wobei alles, sobald genug definiert ist, ist ja zu viel auch definiert, weil ist genug gleich x, dann ist zu viel gleich mehr als x. Also sobald du x irgendwie definierst, ist beides definiert. Ich hoffe mal, meine Logik hat jeder verstanden. Also angenommen, du hast halt als genug, nimmst jetzt, sagen wir mal, 20, ne? Dann hast du, wenn du 20 hast, genug. Dementsprechend hast du, wenn du mehr hast als 20, also 21 zum Beispiel, mehr als genug, also zu viel. So. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier runter. Alter, mal dieses ganze. Oh. Ah, Kohle. Kein Eisen dahinter. Betrug. Komm, hier. Ah, sehr schön.
Eisen. Okay. Sieht schon arschgeil aus. Gut. Da würde ich mal sagen, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Eisen gesammelt, ne? Dann. Oh, das ist ja noch mehr Eisen. Okay, das machen wir uns in der nächsten Aufnahme. Also in der nächsten. Ihr wisst schon, leck mich am Arsch, schau mit V.